Hallo liebe Leute, willkommen wieder bei Maze King Part 6. Ich habe schon längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Ich hoffe mal, ich bin wieder noch topfit und komme damit klar. Wir sind jetzt bei Labyrinth Nummer 226. Es geht jetzt diesen Part von 226 bis 250. Danach würden wir uns eventuell wieder diese Time Mode anschauen, aber erstmal geht es weiter mit dem Labyrinth Nummer 226. So, ich bin sehr gespannt. Dann kann es auch schon losgehen. So, auch das Labyrinth ist, sehr komplex. Es gibt lange, lange, lange Wege, lange Sackgassen. Muss man immer gucken, ne? Immer sich sehr konzentrieren. Immer behutsam sein. Auch mit der Zeit vor allem. So, ich glaube, es geht nach links. Ja. Muss mal ein bisschen beeilen. So, wo geht's weiter? Hier. In dieser Wandform geht's weiter. So. Next. Labyrinth Nummer 227. Bisher kein Problem. Es geht jetzt nach unten wieder. So, ich glaube mal, hier geht's weiter. Einfach vom Gefühl her. So. Muss mal gucken. So, hier geht's dann zum Ziel, glaube ich. Ja. Entschuldigung. So, jetzt gibt es eine Wegentscheidung. Ich guck mal nach oben. Okay, oben ist ein langer Weg, aber eine Sackgasse. Deshalb geht es nach unten. Da waren jetzt nicht viele Sackgassen. So, hier ist mal wieder so eine Weggabelung. Ich sehe aber eine Lücke, die befindet sich hier. Ich meine hier. So. Es bleibt eigentlich nur dieser Weg übrig, den ich jetzt gehe. Ja. Auch das Labyrinth haben wir mit Konzentration lösen können. Labyrinth Nummer 229. So, es geht wieder in der unten Ecke. Es geht dann in diese Richtung, nach rechts. So, jetzt gehe ich mal nach unten rechts und schaue, und da ist eine Sackgasse. Man sieht ja auch die Wände. Wenn man die Wände entlang geht, sieht man ja auch eine Verbindung bis zum rechten Rand. Das heißt, da kann es einfach nicht weitergehen. Das ist nicht der richtige Weg, nein. Es geht jetzt hier hoch.
Muss mich ein bisschen beeilen, weil die Zeit läuft. Ich hoffe mal, ich schaffe das noch rechtzeitig. Ah. Könnte knapp werden. Ah, nee, okay, jetzt habe ich mich total vertan. Okay, das war nix. Das war nix. Nochmal, zweiter Versuch. Hier lang. Nach oben, warte mal, hier. So, und hier kann ich mich erinnern, da muss man aufpassen. Da rein. Jetzt hoch, hier nicht, sondern da. Also was mir auffällt bei diesem Labyrinth, man geht von ganz unten nach ganz oben und dann wieder ein Stück nach unten. Ist also ein sehr langer Weg. Unter 40 Sekunden wird man das wohl nicht schaffen. So. Labyrinth 230. Auch hier geht es um der durch die Ecke unten links. Auch hier ist eine Wandverbindung bis zum rechten Rand. Wir müssen also außen herum gehen. So, hier sehe ich eine Lücke. Also kann man da durchgehen. Also hier müsste auch der richtige Weg sein. Ich muss auch gestehen, wenn man selber Labyrinthe zeichnet, kann man auch schneller Labyrinthe lösen, meine ich. Also das Zeichnen kommt dem Lösen des Labyrinthes sehr gut zugute. Das ist alles Erfahrungssache, die man sich im Laufe der Jahre aneignet. Ja. So, wo geht's weiter? Ich glaube nach links, ne? Ja, nach links. Drumherum. Ein sehr schöner Weg ohne Weggabelung. Sehr schön. Und dann nach oben. Zum Ziel. Wunderbar. Next. So, hier geht's weiter. Erfahrungsgemäß geht der Weg eigentlich immer gerne nach unten, also gehe ich auch mal nach unten, weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist. auch hier wieder die Ecke unten frei. Keine Ahnung, es geht einfach gerne nach unten, also finde ich schön, muss ja nicht so viel überlegen. So, hier sieht man auch eine Verbindung der Wände bis zum Rand, sehe ich, also muss es außen herum gehen. Aber hier scheint mir doch ein Weg dadurch. Im Prinzip ist immer dasselbe, ne? Also man muss immer gucken, wie die Wände verlaufen, wie der Weg verläuft, ob was durchgeht oder ob was nicht durchgeht, und dann müsste man es eigentlich haben, ne? So, 232, jetzt kommt 233. Bald ist ja wieder Weihnachten. Wie schnell die Zeit vergeht. Was macht ihr wohl an Weihnachten? Mal nach unten. Ich hoffe mal, dass die Zeit reicht.
Ich glaube, hier müsste es lang gehen. Hier, ja. So, das war ein bisschen knapper. Ich sollte vielleicht doch nicht so viel reden. Bleiben wir doch besser beim Thema, dann kann ich mich doch besser auf das Labyrinth konzentrieren. Okay, 234. Nach unten. So, es geht ein bisschen nach oben, aber prinzipiell nach unten. Ah, es geht immer weit nach unten. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist der Weg? Ich gehe mal jetzt vom Ziel zurück zum Start. So, okay, hier. Hier ist es. Zweiundfünfzig Sekunden gebraucht. Okay, das ist okay. Ich würde sagen, unter einer Minute eigentlich recht schnell für so ein Labyrinth. Ja, unter einer Minute kann man sich glücklich schätzen. So, hier geht's nicht weiter. Was mache ich da? Okay, es läuft wieder darauf hinaus, dass es nach unten geht. Unten rechts. So, hier ist mal wieder eine längere Weggabelung. Man muss da weitergehen. Das ist eine Sackgasse. 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 Komisch. Hab da irgendwas übersehen. Geht's hier doch hoch? Nee, kann nicht sein. Hier stimmt was nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Das ist sehr spannend. Wo ist der richtige Weg? So, also da oben geht's auf jeden Fall nicht. Unten. Unten nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Muss hier entlang gehen. Na. So, jetzt genau gucken. Okay, ich habe den richtigen Weg, glaube ich, gefunden. Der ist hier rein. Ja, okay. Okay, hier muss man schon ein bisschen überlegen. Ich würde auch sagen, das war das schwierigste Labyrinth in diesem Part. Gut, dass wir das überwunden haben. Okay. Unten ist Sackgasse, meine ich. Hier ist Sackgasse, also geht's nach oben. Hier ist Sackgasse. Rechts ist Sackgasse, rechts ist Sackgasse. Ich gehe jetzt mal da rein. Von der Intuition her. Ist es eine Falle oder nicht? Ich kann nach außen herumgehen, ist die einzige Möglichkeit. Okay, tatsächlich. Nee, Moment. Da geht's auch nicht weiter. Da muss es doch nach rechts gehen. Hä? Oh. Interessant. Also hier hat sich jetzt alles wieder sehr gewendet.
Aber eigentlich mag ich solche Labyrinthe, die so sich plötzlich wandeln und wo der richtige Weg, wo man dachte, plötzlich was ganz anderes ist. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema für mich. Ich glaube, hier geht's lang. Nach oben, da rein. Nach unten, so hier. So, jetzt muss man hier gucken. Hier rein. Da oben. Ja, man muss irgendwo reinkommen, glaube ich. Aber es scheint auch nicht der richtige Weg zu sein. Doch, hier, ah ja. Ha. Also das haben sie schon raffiniert gemacht, finde ich, dieses Labyrinth. Ist noch schwieriger als das davor. Interessant. Okay, was passiert hier? Also oben ist es nicht unten lang. So, hier. Ich verfolge jetzt mal vom Ziel zurück zum Start. Dann geht's hier lang. Nochmal vom Ziel zum Start, hab den Weg wieder vergessen. Also wenn man ein sehr gutes Gedächtnis hat, ist es sehr, ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis. Das ist bei Labyrinthen sehr hilfreich. Ja. Hier lang. Ich habe ein gutes Langzeitgedächtnis, aber mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht so gut. Da muss ich doch noch ein bisschen üben. Hier nicht, da unten. So, da durch, da vorbei meine ich. Hier rein war das, glaube ich. Nach oben. Nochmal gucken, vom Ziel zurück zum Start. Oder da von dort, wo ich bin. Es war hier. Also. Hier nicht so leicht zu sehen. Hier muss man sich schon sehr konzentrieren. Also es spielen auch die Wandverläufe eine Rolle. Ob es so verwirrend aussieht oder nicht und auch von der Schwierigkeit her. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Also ich finde jetzt die letzten drei Labyrinthe nahezu alle schon recht tricky, ehrlich gesagt. Muss sagen, ja. Ich habe das Gefühl, jetzt wird's ernst. Müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt wieder vom Ziel zurück zum Start. Was jetzt passiert? Es geht jetzt scheint unten entlang zu gehen. Ja, unten. Okay. Hier sehe ich was. Nee, und? Nee. Hier. Nochmal. Okay, hier. Hier rein, das war ein lustiges Spiel wieder. Hier rein. Und das Ziel ist schon sehr nah. Und zack. Next. So, es geht außen herum, sehe ich. Nach oben, nach rechts. Nach unten. An den Start vorbei quasi. Und dann wieder nach links, oder? Nee, links ist Sackgasse, aber
Das Ziel befindet sich ja oben, ne? Wir müssen irgendwie nach oben kommen, aber da führt kein Weg dran vorbei. Es scheint immer wieder nach unten zu gehen. Wie auch bei den vorigen Labyrinthen. Okay. Das Sackgasse, Sackgasse. Das kann nur der Weg sein. Das ist Sackgasse. Das ist Sackgasse. Aber es ist auch Sackgasse. Da habe ich wieder was übersehen. Mari, Mari, Mari. Ah, die Zeit ist schon längst abgelaufen. Also, liebe Leute, es scheint jetzt sehr ernst zu gehen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege, so auf den zweiten Try. Ah ja, es ging ja außen rum, ja, genau. Außen rum. Genau, das ging so. Hier dann. So, und jetzt nach unten, meine ich, ja. So, hier muss man gucken, ja, genau, hier muss man gucken. Boah. Okay. War das hier, ne? Ich meine hier, also ich rate mal ein bisschen. Ich meine hier unten, oder? Ah, hier. Oh, die versuchen einen schon in die Irre zu führen, das merkt man schon. Also auch dieses Labyrinth, so schwer wie die letzten drei. Wir haben schon vier schwere Labyrinthe gehabt. Das ist kein Zufall, denke ich. Das haben die Entwickler so abgesehen. Kein Scherz. Es geht wieder nach unten, meine ich. Oh, ja. So. So, geht es nach rechts weiter oder nicht? Scheint weiter zu gehen, ein langer Weg. Das heißt, lange Wege. Wenn es immer weiter geht, müsste es der richtige sein. So, hier. Ja. Was ich noch sagen wollte, gemessen, wenn der Weg sehr lang ist, dann müsste es der richtige sein, kommt natürlich auf dem Format an, also wenn es ein großer Format ist, müsste der Weg natürlich noch länger sein. Also bei diesem Format, was jetzt da ist, müsste er nicht so lang sein. Also ja, schwierig zu sagen, ich kann es nicht so genau sagen, in welcher Länge. Es ist Gefühlssache, ja. Schwierig zu sagen. Aber Fakt ist, je größer der Format ist, umso länger müsste auch der Weg sein, damit man wirklich vermuten kann, dass es der richtige Weg ist. Schwierig auf jeden Fall. Ja. So, ich sehe jetzt, hier unten ist der richtige Weg. Hier bin ich vom Ziel zum Start zurückverfolgt. Ah. Nee, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ha. Was habe ich da falsch gemacht? Nee, doch, der war richtig. Hier rein. Nee, doch, hä? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Manchmal übersieht man auch etwas, ne? Das ist auch so eine Sache. Das sollte man nicht machen, man sollte es nicht übersehen. Man sollte sich schon sicher sein, dort wo eine Sackgasse ist, dass eine Sackgasse ist.
Und dort, wo es weitergeht, dass es auch weitergeht. Also das sollte man nicht übersehen. Sonst gelten alle meine Theorien, die ich gesagt habe, natürlich nicht. Nee, hier geht's nicht weiter. So, unten. Ich gehe, also wenn ich vom Ziel jetzt unten gehe, da geht's ja nicht weiter. Aber da durch und dann. Ah, dann geht's hier. Okay. Na, siehst, das habe ich jetzt nicht gewusst. Da habe ich einen anderen Weg gesehen. Da schlängelte sie sich aber so einen Weg durch, ja. Also auch so ein Weg mit so einer Wendung. Auch das Labyrinth ist nicht einfach. Okay. So, es bleibt eigentlich nur der Weg übrig. Nach unten. Zwar Sackgasse rechts. Unten ist Sackgasse. Deshalb muss es hier durchgehen. So. Ja, link, dieser Weg ist der einzige, der übrig bleibt. Auch hier muss es durchgehen. Das müsste der richtige Weg sein. Schlängelt sich so ein Weg durch. Ja, und wir haben es sogar geschafft. Next. Auch hier geht's unten lang. Also wir merken uns, es geht immer wieder gerne zum von 200 bis 243, also immer gerne nach unten. So, und da ist auch wieder eine Sackgasse, da vorbeigehen. Immer so eine ähnliche Struktur, ne? Man merkt hier so ein gleiches Muster, sag ich mal. So, hier nicht. Ich verzettel mich immer manchmal, wo ich hingehen will. Hier. So, es kann nur hier gehen. So, ja. Wunderbar. So. Das war jetzt auch nicht so ganz schwer. Aber lustig. Aha. So ein Signal an der Ecke. So, jetzt. Jetzt gibt es eine größere Weggabelung wieder. Ja, man wird auch hier wieder feststellen, dass das von dieser Wand bis zur rechten bis zum rechten Rand, dass es da eine Wandkette bildet und dass es da einfach nicht durchgehen kann. Also muss es außen rum gehen. Also das Einzige, was geht, ist von links aus rum herum gehen. Das geht, okay, das ist schon, das hat sich auch weiter eskaliert. Es geht sogar hier lang. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das muss man schon mit Absicht machen. So, es kann nur hier lang gehen und jetzt habe ich viel Zeit verloren. Okay. Das ist so ein Labyrinth, was man, glaube ich, nicht so unbedingt im First Try schaffen kann. Auch wenn man sich konzentriert. So. Hier lang. Nein, hier lang. Hier lang. Wie war das nochmal? Hier lang, ne? Also rechts ging es ja nicht.
Also muss es nach links gehen. Hier. So. Links herum. Da rein. Da rein. Okay. Was ist das? Das ist ein größerer Weg, sehe ich. Okay, aber eine Sackgasse sehe ich auch. Ja. Okay, dann war da der Weg schon richtig. Okay, da ist eine Sackgasse. Es kann nur der Weg sein. Okay, ja, hier. Ja, das ist schon ein Weg, wo man auch weniger Zeit hat, weil der Weg so lang ist. Und wo man noch zusätzlich einigermaßen überlegen muss. Das war auch schon ziemlich schwer, fand ich. Also jetzt kommen schon die schweren Labyrinthe, merke ich jetzt gerade. Wir sind bei Labyrinth Nummer 245. Ich meine, langsam kann es ja auch mal schwieriger werden. Ja. So, das ist der einzige Weg. Ah, ich fühle so eine richtige Passion in mir. Doch, unten kann es schon entlang gehen. Ich guck mal weiter. Ja. Oh ja, doch, tatsächlich, es geht. Am Anfang sah es so aus, als ob es oben rüber hätte gehen können, aber unten rum war dann doch die richtige Entscheidung. Also auch hier so eine Art Wendepunkt. Ja. Auch wieder so ein Weg, dass man nicht so, dass man ihm ansieht, ne? Muss man so sagen. Was kommt jetzt? Hier lang. Okay, es geht nach oben. Das ist ungewöhnlich. Also es hätte auch gleich nach unten gehen können, weil es das Ziel unten befindet. Aber es geht nochmal einmal nach oben. Das gibt da so eine gewisse Spannung. Das macht das Labyrinth interessanter, finde ich. Und schwieriger. Und dann müsste es auch irgendwann nach unten gehen, so wie es jetzt der Fall ist. Okay, interessanter Schlangenweg. Okay. Hier ist Sackgasse unten. Das kann also nicht der richtige Weg sein. Müsste es hier gehen. Ich muss mich beeilen, die Zeit läuft. Oh je, es wird knapp. Ah, schaffen wir das noch? Wenn ich nicht rede. Ha, gut. Labyrinth Nummer 247. Ich gucke mit Hochachtung entgegen. Die Labyrinthe sind nicht mehr so einfach. So, das ist Sackgasse. Es geht nach rechts herum. Rechts vorbei. Okay. Okay, also das ist ja ganz eindeutig. Es kann unmöglich nach links gehen, weil der Ziel sich auf der rechten Seite befindet und wir schon ganz unten am Rand sind. Ich glaube, das weiß sogar ein Dummer, dass es der richtige Weg sein muss. So. Okay, das ist Sackgasse. Also rechts oben ist Sackgasse. Wenn man hier lang geht, dann nach oben ist Sackgasse. Hier unten. Ja, also es geht zur Ecke, also kann es eigentlich nur diese Weggabelung sein.
Ziel. Man muss auch immer gucken, wo das Ziel sich befindet. Das hilft zur Orientierung. Ist ganz wichtig. So. Aha. Ich sehe auch schon das Ziel. Hier oben. Ja, da oben. Und hier rein. Ja. Ja, die Muster wiederholen sich dennoch. Also man wird merken, je mehr man Labyrinthe löst, umso mehr wird man merken, dass sich die Muster eigentlich doch wiederholen. Ja. So, das war ein langer Weg, eine lange Sackgasse. Die wollten einen in Irre führen. Habe ich gemerkt. Aber es geht mal wieder zu dieser Ecke, unten links. Rechts ist Sackgasse. Eine lange Sackgasse. Ich vermute einfach mal, ohne zu gucken, das müsste eigentlich der richtige Weg sein. Einfach vom Muster her, es hat sich so oft wiederholt, das kann eigentlich nur das sein. Drumherum. Hier lang, ja. So. Oh ja, ich sehe schon, 250 ist das letzte Labyrinth in diesem Part. Also ich weiß nicht, wie es ausging. Mir ging es eigentlich relativ schnell. Vielleicht, weil ich auch so konzentriert war, habe ich nicht so auf die Zeit geachtet. Keine Ahnung. Das ist nicht der richtige Weg. Das geht. Auch das habe ich so ein bisschen Gefühl, wollten sie in die Irre führen. Das ist auch Sackgasse. Also oben rechts ist Sackgasse. Eins drunter ist auch Sackgasse. Also kann es nur noch eins drunter gehen. Weil das schon der Rand ist. Es geht auch zur Ecke unten rechts. Ein sehr schöner Weg. Ja, haben sie schön gemacht. Schlängelt sich so schön durch. Also es gibt so schöne Wandmuster und schon haben wir auch dieses Ziel erreicht. Jo. Wunderbar. 250 gelöst. Jetzt gehen wir mal wieder zum Menü. Mit 226 haben wir angefangen. Und es ging dann weiter bis 250. Und wir haben überall 3 Sterne. Wunderbar. Auch das haben wir gemacht. Und wie auch letztes Mal angekündigt, wollten wir auch mal zur Abwechslung mal uns wieder mal den Time Mode anschauen, den ich mal im letzten Part vorgestellt habe. Time Mode. Werden wir, also letztes Mal hatten wir die 1 Minute 44 geknackt und die Frage ist, ob wir wieder schneller dadurch kommen als beim letzten Mal oder nicht. Wir versuchen es mal. Ich muss mich sehr konzentrieren, mal gucken. So, hier lang. Nach links, nach rechts. Okay, das ist ja relativ einfach. Am Anfang ist immer einfach, das wissen wir. Hier muss man gucken. Ich habe keine Ahnung. Okay, da, okay. Hab's gesehen. Hier unten lang. Nach links. Ah, ich glaube nicht, dass das schaffe. Ich weiß jetzt schon, ich bin zu langsam. Okay, es muss hier sein. Es muss hier sein. Hier, hier, hier. Okay, rechts. Unten, unten, unten. Der einzige, der übrig bleibt. Okay. Es kann nur der Weg sein. Es kann nur der Weg sein. Geht runter, okay. Okay. Okay, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Es muss dazu hochgehen.
Nee, da nicht. Das ist sowieso nicht falsch. Hier lang. Okay, es geht dann doch nach rechts. Okay. Okay, es bleibt das übrig. Es müsste das sein. Unbedingt. So, hier durch. Oder täusche ich mich? Okay, hier rein. Hier rein, ja. Okay. Okay, da rein, da rein, da rein, da rein. Und, oh ja, krass. Krass. Krass, unglaublich. Wir sind viel schneller als beim letzten Mal. Letztes Mal 1,44, jetzt 1,25. Das sind dann fast 20 Sekunden schneller. Okay, das ist schon deutlich, ja. Oh ja, lange nicht aufgenommen, aber doch einen deutlich besseren Rekord aufgestellt beim Time Mode. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Unglaublich, ja. Mein Gott, okay, gut. Wunderbar, ja. Wir können auch gucken beim Ranking. Da muss man auf die Krone drücken. Ich habe auch festgestellt letztes Mal, ich habe mich noch nicht angemeldet gehabt. Meine Daten nicht öffentlich zeigen lassen. Jetzt bin ich aber öffentlich. Und ich hab mich erinnert, letztes Mal waren es 8%, aber wir sind jetzt tatsächlich auf die Hälfte jetzt aufgestiegen, auf 4%. Das ist schon, das freut mich sehr. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay. Okay, also unten werden wir uns garantiert nicht finden. Da müsste ich jetzt wieder immer noch weit genug nach unten blättern. Ich gucke jetzt mal, deshalb hier. Hooting Witch ist unser Name. Hooting Witch 33268. 4%, 1 Minute 25, 99. Ja, wunderbar, ja. Okay. Das freut mich doch sehr. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so einen deutlichen Time-Mode-Rekord aufstellen würde, nachdem ich doch eine Woche nicht aufgenommen habe. Das freut mich doch sehr. Auch an der Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zusehen dieses sechsten Partes. Nächsten Part geht es dann weiter mit dem Stage-Mode. Ich freue mich jetzt schon sehr. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Mach's gut. Tschüss.